Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Spielevorstellung, und zwar habe ich heute für euch Slay the Spire. Das ist ein Early Access Kartengame und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in ein Standard Match. Hier könnt ihr euch einen Charakter auswählen, und zwar der Eiserne. Der hat 80 Life und heilt am Ende des Kampfes 6 Trefferpunkte. Dann haben wir noch hier die Stille. Eine tödliche Jägerin, bla bla, die zu Beginn ihres Kampfes 2 zusätzliche Karten zieht. Aber ich glaube, heilen ist ganz gut. Deswegen ziehen wir mal einfach mit dem Eisernen in den Krieg und schauen uns mal an, was man in diesem Spiel machen kann. Weil ich habe das schon mal angefangen und hier kann man hier die Leiter hochklettern. Kannst du dir einen Weg auswählen. Ich gehe jetzt mal nach rechts. Und hier haben wir diesen zwei Gegner hier. Und Karten. Verteidigen. Füge 8 Schaden zu, wende 2 verwundbar an. Ich weiß nicht genau, was das ist. Hier 6 Schaden und wieder 6 Schaden. Hier ist unser Stapel, nachdem wir nachziehen. Und hier ist der Abwurfstapel. Nachdem wir eine Karte abgeworfen haben, kommt sie da wieder rein. Wir greifen mal an, oder? Machen wir mal 8 Schaden auf den. Verwundbar. Jetzt hat er wahrscheinlich weniger Rüstung oder so, ne? Ja, er leidet 50% mehr Schaden. Okay, das ist sehr gut. Dann können wir das doch gleich nochmal auf ihn anwenden. Hier ist ihr. Und unser ganzes Mana verschwenden. Wir haben kein Mana mehr. Okay, Zug beenden. Mal schauen, was der Gegner macht. 5 Schaden. Und der andere macht 7 Schaden. Wir sind erschöpft. Nee, er ist erschöpft. Keiner ist erschöpft. Egal. Auf jeden Fall versuchen wir den mal jetzt umzuhauen, weil er eh mehr Schaden frisst. Also ihr seht, die Karten sind ähnlich wie Hearthstone. Oben das Bild und unten halt die Fertigkeit, was es macht. Ja, aber ansonsten ist es natürlich jetzt komplett ganz anders aufgebaut hier. Und was da oben ist, weiß ich noch gar nicht. Da kannst du irgendwelche Tränke benutzen, um den Gegner zu stunnen oder so. Werden wir auch im Spiel noch rausfinden, was es ist. Um Karten auszuspielen, wird Energie benötigt. Ja, Mana. Okay, das habe ich verstanden. Habe ich nicht mehr. 0 von 3. Also, wie gesagt, Early Access. Was hier noch im Spiel gemacht wird, weiß ich nicht. Ich habe das auch erst jetzt entdeckt. Und wie taktisch das jetzt am Ende dann noch wird, weiß ich nicht. Weil hier jetzt ist es natürlich ganz einfach. Jetzt können wir entweder Belohnung überspringen, was ich total Bullshit finde, weil wir wollen ja eine Belohnung haben. Können wir entweder Gold bekommen oder eine Karte ziehen. Ich will eine Karte ziehen. Erhalte 5 Block, verbessere eine Handkarte bis zum Kampfende. Ziehe eine Karte, lege eine Handkarte auf den Nachziehstapel. Erschöpft. Erschöpfte Karten werden bis zum Ende des Kampfes aus diesem Deck entfernt. Was bringt mir das? Ich mach mal das hier mit dem Block. Und das Gold. Ach, konnte man sich beide nehmen. Nicht auswählen. Gut. Wer ist das? Ein Händler. Hier können wir Karten kaufen für Gold. Nicht wie in Hearthstone, dass wir Packs kaufen können. Sondern hier können wir echt mit unserem Gold einzelne Karten kaufen. Hier bekommt man 2 Energie. Das finde ich gut. Haben wir noch was? Fügt allen Gegnern 4 Schaden zu. Ach, wir haben nicht genug Gold. Wir brauchen 51, wir haben 49. Macht nichts. Beim nächsten Mal. Dann gehen wir mal zum Fragezeichen. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ein seltsamer blauer Humanoider mit einem goldenen Helm nähert sich dir mit einem breiten Lächeln. Heilen. Ich will den nicht heilen. Warum? Weil ich brauche noch Gold, ne? Ich will ja die Karten kaufen. Rollt sich bei Angriffsschaden ein und erhält 6 Block. Schlecht. Aber vielleicht hauen wir. Ne, wir können den jetzt noch nicht umhauen. Ach ja, und ihr seht, wir haben die Trefferpunkte noch übernommen vom letzten Kampf. Wir haben nur noch 69 von 80. Also, irgendwie müssen wir uns ja noch heilen können. Ja gut, wenn dein Trefferpunkt ausgeht, stirbst du. Aber irgendwie können wir uns bestimmt heilen. So.
Ach, wir konnten eben uns heilen, nicht den Priester. Ach, egal. So, den hauen wir weg. Dann haben wir hier noch ein Leben. Aber es gibt keine Standardattacke. Es gibt nur die Karten. Also natürlich bei Hearthstone. Ich meine damit die Heldenfähigkeit, meine ich. Also ihr könnt nur die Karten hier benutzen und nicht irgendwelche Fähigkeiten. Also bis jetzt. Was heißt, bis jetzt? Das Spiel ist ja nicht fertig. Erhalte 2 Stärke. Hier ist kein Tooltip. Wähle eine Karte als Belohnung wahrscheinlich, ne? Füge 3-mal einem zufälligen Gegner 3 Schaden zu. Wir nehmen mal das mit der Stärke, dass wir wissen, was es ist. Müssen kriegen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt haben im Deck. Ja, haben wir. Das ist unser Deck da oben. Das ist die Landkarte und das in der Einstellung. Das brauchen wir nicht. Bis da oben ist es ein langer Weg bis zum Boss. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht alles schaffen. Mal gucken. Kampfbeginn. Das ist ein Kultist. Ich finde das Design von diesen Figuren ganz nice hier. Dieser Zeichenstil. Oder was haltet ihr davon? Ach, das ist Zauberschaden. Stärke. Aha. Zauberschaden. Also von, wenn man jetzt Hearthstone nach Hearthstone geht, ist es Zauberschaden. Plus 2 eben. Was hat der gemacht? Oh, er hält am Ende des Zuges 3 Stärke. Dann blocken wir auch mal. Ein Schaden. Das ist gut, dass wir geblockt haben dann. Erhalte 2, ich mach mal 10 Schaden auf ihn und blocke wieder. Ich meine, wir kriegen natürlich Schaden. Und wir wollen ja auch bis zum Ende überleben. Deswegen müssen wir schon gucken, dass wir wenig Schaden kriegen. Weil ich nicht weiß, wann wir uns wieder heilen können. 8 Schaden. Die verbessern wir mal in 11 Schaden. Sehr gut. Weil in der nächsten Runde ist er sowieso tot. Jetzt ist er tot. Perfekt, den haben wir geschafft. Flüssige Bronze, erhalte 3 Stacheln. Keine Ahnung, was Stacheln sind. Ah! Gib beim Erleiden von Angriffsschaden Schaden zurück. Das ist gut. Erhalte einen zufälligen Angriff auf die Hand, dieser kostet 0. Also wir können hier unsere Karten komplett verbessern im Spiel, das ist geil. Und auch das hier ist cool. Was ist das? Feuer? Ein Ruheort. Ach, jetzt können wir uns heilen. Das ist natürlich auch nice. Jetzt haben wir wieder 80 live. Und dann gehen wir mal zum nächsten Gegner. Sklavenhändler. Dann verbessern wir unsere Fähigkeiten mal. Fügen ihm 8 Schaden zu und nochmal 8. Gut, das war's. Vielleicht hätten wir auch Aufrüsten machen sollen. Aber es ist jetzt zu spät. Er hat noch 31. Ich würde sagen, wir blocken einmal. Und machen mal das mit dem Angriff. 25 Schaden. Hui! Oh, wir haben es geschafft. Das war's. Jetzt kriegen wir wieder eine Karte. Erhalte 2 Stärke. Verliere am Ende des Zuges deine 2 Stärke. Also nur für einen Zug. Immer wenn du eine Karte erschöpfst, erhalte 3 Block. Ich will nochmal dieses haben. Das ist ein Elite-Gegner, steht hier. Das ist ein Elite-Gegner. Oh, der hat aber viel Life. Egal, den machen wir fertig. Wir rüsten auf. Und benutzen das da. 10 Schaden und 3 verwundbar. Den hauen wir direkt drauf auf ihn. Jetzt kriegt er nämlich mehr Schaden ab von uns. 50% für 3 Züge. Er hat aber immer noch 109. Komisch. Okay, egal. Wir blocken mal und hauen den nochmal auf die Fresse. Jetzt lassen wir das mal so. Gucken, was er macht. 13, scheiße, das ist viel. Wir blocken. Wir halten 2 Stärke. Und lassen uns mal einen zufälligen Zauber machen hier.
Jetzt macht er 20 Schaden. Zug beenden. Hoffe ich, macht er jetzt nicht was Krasses. Schon wieder 13 Schaden. Okay. Der ist schwer. Wir müssen jetzt doppelt blocken am besten. Dann kriegen wir vielleicht nur 6 Schaden. Das benutzen wir jetzt nochmal. 14 Schaden. Kann beliebig oft verbessert werden. Passt schon. Jetzt hat er noch 47. Seele aussaugen. Stärke gesenkt. Nein. 14. Wir können maximal 18 Schaden jetzt auf ihn raufhauen. Wir blocken aber. Und verbessern diese auf 10 Schaden. Fügen ihm 11 Schaden mit verwundbar zu. Und hoffen, dass wir in der nächsten Runde gewinnen. Ja. 7, 14, 21, 10, 17. Das reicht nicht. Also wir blocken lieber zweimal und machen langsam aber sicher auf ihn jetzt nochmal 10 Schaden. Und in der nächsten Runde ist er immer noch nicht tot, aber immerhin sterben wir nicht mehr, glaube ich. Er schafft uns nicht. Block. Langsam aber sicher. 28. Gut, geschafft. Eine Laterne. Wir kriegen immer eine Energie zu Beginn eines Zuges. Das ist passiv. Das sind die passiven Effekte, oder was? Ja, anscheinend. Okay. Panzerrüstung. Hört sich gut an. Das ist mir zu riskant. Das ist gut, da kriegen wir Block, wenn wir eine Karte erschöpfen. Jetzt haben wir hier Schätze. Ich würde sagen, wir nehmen mal den linken und öffnen ihn. Ein Brieföffner. Immer wenn du in einem einzigen Zug 3 Fertigkeiten ausspielst, verursachst du 5 Schaden an allen Gegnern. Hört sich gut an, so ein AOE-Effekt. 3 Gegner, verdammte Scheiße. Das benutzen wir jetzt mal. Und benutzen die Erschöpfungskarte. Füge 4x 2 Schaden zu. Okay. 8 Schaden. Oder was? Jo. Und benutzen. Dann haben wir 2 Stärke. Immerhin, weil wir haben ja noch Mana. Und hauen dem Schwächsten nochmal auf die Fresse. Mal schauen, wie viel Damage die machen. Weil wir haben nicht mehr viel Leben. 2. Aber die greifen alle an. Einer oder was. Egal. Erschöpft. Dann haben wir nämlich wieder Block. Und dann nochmal Block. Und nochmal Block. Und füge 22 Schaden zu. Lass mal einen töten. Wir brauchen unbedingt Leben. Blockiert. 3 Schaden. Lässt sich noch... Hält sich in Grenzen hier. Ja, aber wir müssen ja hier echt irgendwie uns heilen. Weil das ist nämlich scheiße. Und erschöpfte Karten werden komplett entfernt. Wir haben ja gar keine Karten mehr. Doch, wir haben wieder Karten, aber 3 sind weg. Die haben wir nicht mehr, weil die erschöpft sind und wir diese eine Fähigkeit da haben. Unspielbar. Das war ein Fehler, das hätte ich jetzt andersrum spielen müssen. Zuerst verbessern und dann... Naja, egal. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal so ein Feld mit Heilen, sonst sind wir hier bald am Arsch. Weil wir jetzt diese Scheiße hier haben, kriegen wir jedes Mal 3 Karten, die wir nicht benutzen können. Oder 4. Jetzt sind es 2. Block. Und einen hauen wir weg. So. Ja, aber das Spiel ist interessant. Das macht schon Spaß. Der eine dürfte uns jetzt nicht mehr viel Schaden zufügen.
Wir nehmen mal das und haben wieder drei Life, drei Energie. Hauen ihm mal hier komplett die 24 drauf. Jetzt macht er Schaden. Ne, wir haben immer noch 8 Rüstung. Füge 22 Schaden zu. Hahaha, weg damit. Jetzt heilen wir uns wieder am Ende des Zuges um des Kampfes um 6, aber das reicht uns nicht. Da können wir unsere HP heilen. Ja, wie geht es? Ach, im Kampf. Ja. Können wir da jetzt wieder einfach so hin oder müssen wir da zurücklaufen? Wo waren das überhaupt? Ach, Leute, wir machen einfach weiter. Wir bekommen bestimmt wieder die Möglichkeit, uns zu heilen. Und den hauen wir mal schnell weg. Wir blocken aber vorher. Und erhalten 2 Stärke. Ah. Nee, kann man das noch abbrechen? Ach, scheiße. Egal. Ja, das war jetzt auch wieder ein Fehler. Das gibt mir dein Gold, ne. Was, nimmt er mein Gold oder was? Wir müssen, wenn wir Karte erschöpfen, einen Block. Das ist gut. Jetzt haben wir wieder den Zug, der 0 kostet. Den Zauber. Das können wir nicht spielen. Jetzt hat er noch 23 Life. 7 Schaden. Dann hauen wir ihn. 8, 16, 24. Der ist tot. Plünderer. Hat er uns jetzt unser Gold geklaut? Ah. Die haben wir zurückgestohlen. 9 Schaden. Fügt 6 Schaden zu. Fügt jede deiner schlagbehaltenden, beinhaltenden Karten 2 Schaden zu. Das hört sich nicht gut an. Wenn wir den schaffen, kommen wir vielleicht auf dem Fragezeichen zu einem Heiler. Ich hoff's. Erstmal müssen wir den hier besiegen, ne? Ah, das Spiel macht Spaß. Ich hoffe, dass es bald richtig erscheint. Erstmal blocken. Der Nuller-Angriff. Na gut, das heilen wir uns um 4. Ist immerhin etwas, ne? Gegnerzug. Wir haben 11 Rüstung. Aber wir sind jetzt verwundbar. Wir müssen jetzt irgendwie töten. 9 Schaden. Plus, wir machen. Das hätten wir wieder früher machen müssen. Ach man. Okay, dafür blocken wir jetzt. Und fertig. Wir haben kein Mana mehr. Also der Abwurfstapel, wenn man die Karten, die man nicht benutzt hat, werden dann hier reingesteckt und wenn das leer ist, werden sie wieder zurückgemischt. Irgendwie. Wir gucken mal, ob wir jetzt was kriegen. 3 machen wir damit. Aber wir können... habe ich nicht gesehen. Gut. 5 Stack. Wir haben uns nicht geheilt, wir haben das nicht benutzt. Mist. Ups. Da war ich zu schnell. Egal. Mal gucken, was hier ist. Bitte ein Heiler. Ja, ich kann das nicht machen. Wir können ja nicht noch 11 verlieren. Lieber das Gold weglassen. Sorry, aber... Ach, Ruheort, da müssen wir hin. Jetzt müssen wir noch einen Gegner besiegen, dann können wir uns heilen. Ah, Leute, das ist echt nicht so einfach. 9 Schaden. Ah, wenn er das noch 3-mal macht, sind wir am Arsch. Haben wir 18 Block. Der trifft uns nicht mit seinem Angriff.
Aber unser Block ist natürlich nur für einen Zug gültig, ne? Wir müssen ihn einfach so schnell wie möglich töten. 21 Schaden wird er jetzt schon nicht machen, denke ich. Gut. Den haben wir jetzt hoffentlich geschafft. Ja. Boah, Leute, das war jetzt knappe Sache hier. Ja, das ist doch gut. Eine Karte aus dem Nachziehstapel. Aus der Abwurfstapel in den Stapel in den Nach. Scheiße. Ihr wisst, was ich meine. Was ist jetzt? Haben wir uns jetzt geheilt? Aber nicht komplett, nur 51. Ich würde gerne noch mehr heilen. Ah, nee, ey. Jetzt kommt der Boss. 240! Oh mein Gott. Das gefällt mir nicht. Mal gucken, was passiert, wenn wir den... Okay. Nee, das bringt jetzt nichts mehr. Was macht der für Schaden? Danach kriegen wir das. Wir benutzen jetzt einfach alles, was wir haben. Weil wir müssen es benutzen. Sonst sterben wir noch. Das hier. Dann kriegt er wieder Schaden. Aber er hat immer noch 223 Life. Eieiei. Block. Block. 20 Schaden für jede deiner schlagbeinhaltenden Karten, aber wir haben keine. Wir kriegen jetzt eine Karte zurück, das was wir eben gezogen haben, nimm mal das Block. Jetzt hat er in den Verteidigungsmodus gewechselt. Jetzt brauchen wir ihn gar nicht angreifen, glaube ich. Wie viel hat denn der jetzt? Immer wenn du einen Angriff aussprichst, erleidest du 3 Schaden, dann machen wir lieber nichts. Und Block. Also, wir blocken lieber, bevor der da... Ja, wie soll ich das jetzt regeln hier? Wir blocken jetzt mal einmal, dann kriegen wir 3 Schaden. Aber er auch. Gut, so geht es. Wenn wir blocken und dann eine Karte spielen, dann kriegen wir ja die 3 Schaden nicht. Eieiei. Aber er... Wir haben keinen Block. Hm. 149, Leute. Und ich habe 26. Verdammt. Yo! Wir können nicht blocken. Wir sind wahrscheinlich tot. Jetzt können wir wieder blocken. Das bringt ja jetzt nichts mehr. Wir können es ja nicht ausspielen. Scheiße. Jetzt macht er wieder irgendwas Geiles, was uns umhaut. 2. Block. Aber in der nächsten Runde sind wir down. Wir haben nur noch 4 Life. Wir haben nichts zum Heilen. Yo, wir sind tot. Weiß nicht, ob es die falsche Taktik war. Oder Pech. Oder einfach, keine Ahnung. Fehlendes Können. Aber ich meine, wir sind bis zum Endboss gekommen. Und ich finde, das Spiel macht Spaß. Wir haben hier verschiedene... Flüche haben wir noch gar keine gesehen. Das gibt es wohl auch. Blaue Karten, da haben wir noch keine. Farblose, grüne und rote.
Aber was jetzt der Unterschied ist, müsste ich jetzt genau gucken, aber... Ja, macht nichts. Also man kann auf jeden Fall auch Items, diese Relikte, die wir auch benutzt haben, finden. Hier sind ja einige. Die kann man beim Händler welche kaufen. Compendium, Bestiarium haben wir nicht, ist nicht verfügbar. Statistiken. Ja, naja, ich wollte euch das Spiel mal kurz vorstellen. Ich denke, das macht Spaß. Es ist, ich kann es empfehlen zum Zocken. Ich find's cool. Ich hoffe, ihr auch. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und vergesst nicht zu abonnieren, bitte.